Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir gehen weiter in die Vektorgeometrie und reden heute darüber, wie man eine Geradengleichung mit Hilfe von zwei Punkten aufstellt. Das heißt, wir haben am Anfang zwei Punkte gegeben und wir sollen mit Hilfe dieser beiden Punkte eine Geradengleichung aufstellen. Ich werde dir ganz kurz diese Formel erklären, das Ganze grafisch, und danach reden wir über ein konkretes Beispiel, nämlich diese beiden Punkte. Und danach kannst du mir super gerne, falls noch Fragen sind, die in die Kommentare reinhauen. Dann werde ich dazu weitere Videos machen. Aber hier geht es halt erstmal ganz konkret darüber, einmal ein Grundwissen sozusagen herzustellen und dann ein Beispiel. Wenn dich das Ganze interessiert, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. So, ich sagte gerade schon, dass ich dir erst einmal so dieses grobe Vorgehen erklären möchte, dass du so ein bisschen verstehst, was du da überhaupt machst. Wenn ich dazu noch ein extra Video machen soll, wo ich da wirklich haarklein erkläre, warum das so ist, dann schreibt mir das, wie gesagt, super gerne in die Kommentare. Doch, du musst dir vorstellen, wenn ich zwei Punkte habe, ist mein Ziel ja erst einmal hier irgendwie diese beiden Punkte durch eine Gerade zu verbinden. Das ist ja eine Gerade. Eine Gerade, die durch diese beiden Punkte geht. Wie funktioniert das denn jetzt in der Vektorrechnung? Naja, eine Gerade ist immer so aufgebaut, dass du irgendwie im Ursprung startest und zu einem der Punkte gehst. Meistens, ich habe es jetzt hier einfach A genommen. So, das heißt, dieser Vektor hat erstmal die Koordinaten OA. Denn O für Ursprung geht zu A. Das findest du hier. Nun, jetzt bin ich jetzt einfach nur bei diesem Punkt. Das kann ja nicht reichen. Das heißt, ich muss ja noch irgendwie was dahinter machen, damit ich dann tatsächlich diese Gerade bilde. Du kannst dir vorstellen, dass irgendwie etwas mit diesem Vektor passieren muss. Das ist nämlich der Vektor von A nach B. Diesen Vektor, den nennt man übrigens Richtungsvektor. Den hier Ortsvektor oder Stützvektor. Manche nennen es so, manche so. Und das hier ist der Richtungsvektor. Doch wenn ich jetzt nur OA plus AB rechnen würde, das heißt, an diesen Vektor dranhängen würde, wäre ich bei diesem Punkt und hätte noch keine Gerade. Dazu hilft uns dieser Parameter davor, denn dieser verlängert genau diesen Vektor immer weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zweimal diesen Vektor nehmen würde, wäre ich irgendwie hier. Wenn ich ein halbmal diesen Vektor nehmen würde, würde ich OA plus ein halbmal davon rechnen, wäre ich dann hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel OA plus minus 1 mal AB rechnen würde, minus 1 mal dreht das um 180 Grad, wäre ich dann zum Beispiel hier. Und so werden dann alle Punkte erreicht, hier, die halt auf einer Geraden bilden. Die haben gar keinen Abstand, denn ich könnte ja auch zum Beispiel 0,1 einsetzen. Dann würde ich sagen, okay, ich starte im Ursprung, gehe zu OA und rechne 0,1 mal diesen Vektor. Das heißt, ich verkürze diese Länge auf ein Zehntel und wäre dann zum Beispiel hier bei diesem Punkt. Dementsprechend funktioniert das Ganze so, dass man, wenn man diese Rechnung macht, eine Gerade herausbekommt. Jeder Vektor, der im Ursprung anfängt und zu einem Punkt geht, den darfst du einfach aus diesem Punkt, dann darfst du den Punkt schnappen und einfach untereinander wegschreiben. Das heißt, OA ist nichts anderes als der Vektor A an sich. Das heißt 1, 2, 0. Hier haben wir allerdings einen Richtungsvektor, der nicht mehr im Ursprung anfängt. Denn dieser Vektor fängt ja offensichtlich bei A an und geht zu B. Das heißt, dieser Richtungsvektor, der muss berechnet werden. Ein Verbindungsvektor von A nach B berechnet man immer hinteres minus vorderes. Und so ist dann diese ganze Gleichung halbwegs zu verstehen. Wie gesagt, wenn ich da noch weiter und genauer darauf eingehen soll, dann sag mir das. Doch jetzt kommen wir zu dem Beispiel. Ich will jetzt eine Geradengleichung aus diesen beiden Punkten erstellen. Diese Geradengleichung nenne ich G. Kein Vektorpfeil drüber, sorry. Ich fange immer an mit einem Vektor X und jetzt brauche ich ja den Vektor A. Der Vektor A hat offensichtlich die Koordinaten 1, 2, 0. Dann geht es weiter, plus s mal. Und jetzt muss ich ja diesen Verbindungsvektor von A nach B machen. Also entweder machst du das in einer gesonderten Rechnung, also schreibst du irgendwie an die Seite von A nach B, berechnest dann B minus A, oder du machst es direkt in der Geradengleichung, so wie ich das jetzt hier mache. Das heißt, ich mache mir eine eckige Klammer auf und ich muss jetzt vom Vektor B den Vektor A abziehen. So. Naja, du weißt ja vielleicht die Reihenfolge oder die Rangfolge beim Rechnen. Ich muss erstmal diese beiden jetzt hier ganz kurz ausrechnen. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich eigentlich auch schon fertig. Also ich übernehme den ersten Vektor, den Ortsvektor oder Stützvektor, je nachdem, wie ihr es in der Schule nennt. Und rechne dann jetzt hier für den Richtungsvektor, für die erste Zahl 3 minus 1, das ist 2. Für die zweite Zahl 4 minus 2, das ist auch 2. Und für die dritte Zahl 1 minus 0 ist 1. Und das ist dann meine Geradengleichung. Wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib mir das super gerne hier in die Kommentare oder du kannst mich auch auf Snapchat irgendwie adden, mich da privat anschreiben, genauso auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort.
Ja, wie gesagt, werde ich noch ein weiteres Video machen soll, worauf ich nochmal ganz explizit ein paar Minuten darüber spreche, warum das jetzt nun tatsächlich eine Geradengleichung ist, dann schreibt mir das auch super gerne. Ich würde sagen, du abonnierst jetzt einfach mal ganz kurz diesen Kanal. Warum? Es werden noch ganz viele weitere Videos zu dem Thema Vektorrechnung kommen. Zum Beispiel werde ich jetzt bald mit dir anfangen, über die Lagebeziehung von zwei Geraden zu reden. Und irgendwann gehen wir dann natürlich auch über zu den Ebenen hinaus. So, das war's von mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Lernen.